zu viele Zuschauer. Aus für Nackthodeln im Harz. Das Nackthodeln im niedersächsischen Braunlage wird es zumindest 2013 vorerst nicht mehr geben. Grund sind die stetig steigenden Zuschauerzahlen. Die Rodelshow sei logistisch nicht mehr zu bewältigen, teilte der Veranstaltende mit. Hunderttausende Menschen hatten das Spektakel in diesem Jahr außerdem per Internet-Level-Video-Stream verfolgt. Die Nackthodel-Weltmeistertitel holten sich am Ende Bergmaluska 37 aus Hannover sowie Erotik-Stadion Magma 25 aus Kirchen in Bayern. Beide setzten sich nach je zwei Vorrundenläufen durch. Angetreten bei lediglich einem Dartplus waren insgesamt 30 Hurtler, 13 Frauen, 17 Männer. Darunter auch Top-Männer-Model Markus Schenkenberg 43, er kam auf den 5. Platz. Um die Startplätze hatten sich mehr als 5000 Hörer des Privatradios beworben. Info, Quelle, http://www.abendblatt.de/Region-Artikel 111.447.370 zu viele Zuschauer aus für Nackthodeln im HML.